und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pescado TV. Ja, wir sind heute bei der Zeugnisvergabe der 12. Klasse. Und da nehmen wir euch mal mit. Viel Spaß! Wenn sich alles im Kreisen bewegt, dann gehe ich links, dann gehst du rechts. Nicht zu übersehen. Noch nie hatten wir dieses Bild bei einer Abiturzeugnisübergabe. Noch nie sahen wir so aus, als wären wir Akteure eines Theaterstücks mit Masken, mit Regieanweisungen und in vorgegebener Position auf der Bühne. Seit die goldenen 20er. Ein Jahr Abiturjahrgang, der nur einmal mit diesen 2x20 die Schule verlassen kann. Und das mitten in der Krise. Du hast mich erforscht und kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du kennst es. Du durchschaust meine Gedanken von vorn. Was sie mit dem Gold gemacht hatten. Der Diener... Er sagte, Herr, ich weiß, dass du ein strenger Mann bist. Der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebracht hat. Das Gold in euren Händen sind eure Talente. Eine ist eine begnadete Sportlerin. Ein anderer kniet sich in Aufgaben rein und tüftelt und forscht so lange und gibt nicht eher auf, als bis er eine Lösung gefunden hat. Die Schule hat versucht, euch so gut wie es möglich war, dabei zu unterstützen, eure Talente zu entdecken und auszuprobieren. Herauszufinden, was euch Spaß macht und wo eure Stärken liegen. Deine Rakete fehlt doch der Feuerstrahl. Du hast ja überhaupt keine Abiturball wäre jetzt die Verkündigung des Bruttostudiums-Stipendiums dran. Abiturball werden wir sicherlich verschieben. Merkt euch mal den frühen Herbst, vielleicht den 5. September. Wir werden sehen. Wir schreiben euch dazu noch etwas in der nächsten Woche. Ich denke, so lange hat es nicht Zeit. Wir müssen das heute verkünden, wer das Bruttostipendium erhalten wird. Über ein hohes Maß an Engagement. Am Ende war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen und mich hat besonders dein Organisationstalent und dein unbändiger Wille, dich zurückzukämpfen, besonders beeindruckt.
Herzlichen Glückwunsch, John G. Flaxbart. Wir sprechen dürfen nun die Abiturientinnen und Abiturienten des Tutoriums von Frau Wacker, Friederike Augner. Tutorium Wacker, eigentlich würden wir euch jetzt die Zeugnisse übergeben. Geht leider nicht. Deshalb die Idee, das Aufbrechen des Siegels. Und irgendwie müssen wir schon das Gemeinsame schaffen. Schaut in euren Mappen, ihr habt hinten was Stylisches, was euch aufwertet, noch schicker macht. Ihr seid toll angezogen. Ich bitte euch, das heraus. Das passt sogar zum Kleid, farbig. Na, das haben wir gut ausgewählt. Bitte setzt was auf. Studenten des Tutoriums Herrn Bergelbrechen. Ludovica Alferi, Franziska Apel, Lea Baumgart, Emma Berg, Anton Bötig, Annika Christiansen. Sucht euch noch schicker zu machen, setzt den Mund- und Nasenschutz auf. Ich möchte aber auch hier im Tutorium Walke noch etwas Besonderes durchführen, und zwar möchte ich mich ganz herzlich bei den Eltern bedanken. Stellvertretend möchte ich Herrn Bötig und Frau Sattelmeier einen Blumenstrauß überreichen. Kann man jetzt mit Mund und Hand. Ina Reiske nach vorne. Liebe Ina, vor vielen, vielen, vielen Jahren warst du bei uns an der Schule, hast das Referendariat gemacht für Mathe und Musik und hast dich entschieden, bei uns zu bleiben. Das war gut. Das war für uns eine ganz tolle Bereicherung. Nicht nur in Mathe hast du versucht, neue Unterrichtsmethoden einzuführen, das auch uns Mathe-Kollegen ein bisschen zu erklären, aber auch vor allem im Musikbereich. Ohne deine Arbeit, ohne deine Kollegialität wären die Bläserklassen hier nicht an unserer Schule. Nach vielen, vielen Jahren einen neuen Weg zu gehen. Ich war sehr traurig. Ich habe versucht, Frau Reiske zu überzeugen. Aber vielleicht ist es auch gut, wenn man neue Wege geht. Wir haben das heute in der Abiturrede gehört, aber auch in der Predigt. Manchmal ist es so. Liebe Ina, du kannst gerne wieder zurückkommen. Ich wünsche dir trotzdem, dass deine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen und dass deine Herausforderungen, die du jetzt gesucht hast, ja, glücken. Ich weiß, du kannst es. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja. Unsere Schule ist der ökologische Gedanke natürlich sehr wichtig. Die bei den Vorbereitungen geholfen haben, ihre guten Ideen eingebracht haben, wie die drei Jungs, die hier zu sehen sind und auch alle die, die jetzt nicht zu sehen sind, die Tutoren, alle Luftballon mit Aufpuster und so weiter. Ohne all die vielen Hände wäre diese besondere Situation nicht machbar gewesen. Wir bitten am Ausgang um eine Spende. Corona-konform wird es Körbchen geben an den Tischen, an eurem jeweiligen Ausgang, wo es Blumen und Zeugnisse gab. Und wir bitten um Spenden für Ubona, wie könnte es anders sein, die Partnerschule, langjährige gute Projekte. Da muss ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Das ist Ihnen und euch allen bekannt. Die andere Hälfte wird an schulische Projekte gehen. Dafür bin ich. Das jetzt auch schon wieder mit der Folge von Pescado TV und natürlich auch mit der Zeugnisausgabe der Abiturienten. Wir hoffen, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!